Und so weiter geht's. Schauen wir mal. Da ist der Wagen. Bist du hässlich? Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Ein Pfeil. Den hat er nicht erwähnt. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Oh, und? Hast du die Schachtel? Mhm, bisschen feucht, aber intakt. Endlich ist das Glück mir hold. Dir auch, Hexer. Hier, das versprochene Gold. Gute Reise. Los, lauf!
taucht auf wie eine Furzblase im Wasser. Möge die Sonne auf dich scheinen. Mutant. Es sege in Avian. Langsamer. Die ist die Kröte, ja? Dörrig? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die... Rote Blüte? Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, einen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter Saar so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Nilfgaard schätzt eines. Ordnung. Der Greif stört sie, also muss er weg. Ja, erst werden sie sich um die Monster kümmern, dann um die Leute. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht.
Los, los! So. Jetzt bevor wir hier klopfen, werde ich eine Stunde meditieren. Und dann ist es nachts. Und oh. Ich werde nochmal ganz kurz ins Inventar schauen, ob ich dann irgendwelche Waffen schon austauschen kann. Oh. Dann speichern und bis in den nächsten.